Ihr Lieben, recht herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge Ark Survival Ascended bei uns auf dem Kanal. Und wir müssen heute einen Boss machen. Ich glaube, da oben schwebt der Mörder unseres Igas. Da ganz oben. Was? Ja, da oben schwebt ein kleiner Greifi. Aber gut, wir müssen uns jetzt drüber beamen zum roten Obelisten. Ich bin schon drüben. Du bist schon drüben. Ich suche eben meine Fernbedienung. Und dann komme ich auch sofort hinterher. Dann machen wir Spider-Man. Spidey. Wo ist er denn? Da ist er. So, das wird hochinteressant. Der erste Boss für uns in Ark Survival Ascended. Oh, cool, ich verhungere. Wie verhungert? Oh, ja, ich habe nichts zu essen dabei. Hast du was zu essen dabei? Aber selbstverständlich. Warte, ich lasse es fallen. Wo bist du? Da. Ja, hier. Komm her. Achtung. Zack, für dich. Hau rein. Milch macht müde Männer munter. So, dann packe ich mal die Tiere aus, ja? Oh, wie gierig sie reinschlingt. Seht ihr das? Ich habe Hunger. Oh. Ein Boss für uns, ganz allein. So. So, wo ist denn mein Beauty-Mann? Warte, ich muss die Ampi ausrüsten. Beauty ist da. Und du hast, auf welchen gehst du? Auf den Terzi, ne? Ja, auf den hier, ja. Sehr gut. So, dann werde ich mal das Zeug reinwerfen. Zack. 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 Ready? Hier wird gar nicht gefragt. Ready, set, go. Bis zu 10 Überlebende und 20 Zähnen erlaubt. Die Übersetzung ist wie immer fantastisch. Aber Wildcard ist stets bemüht. Das ist schön. Ein Bild für uns. Hui. So. So, da hinten ist er. Ich muss mich kurz... Super. Ich bin von meinem Tierchen runtergefallen. Und jetzt nimmst du es mir weg. Das ist super. Warte. Ja, das ist natürlich blöd. Ich dachte, du warst schon drauf. Ja. Ist gleich gut. Kannst ruhig zugucken, von da hinten ist egal. Ja, mach ich. So, jetzt müssen wir gucken, ob der irgendwas verloren hat. Oder irgendeiner. Ja. Warte, ich hol's. Nee, das sind nur irgendwelche anderen Viecher gewesen. Kannst du irgendwo gucken, ob hier also noch... Also hier im Henk sind... ist die Spinnenflagge schon mal drin? Ah ja, das ist gut. Haben wir denn... Haben wir jetzt irgendwas bekommen, Leute? Habt ihr was gesehen? Ich habe nämlich nur... Aber ich kann auch auf den Henk gar nicht... Achso, ich kann hier nirgendwo aufsteigen. Die sind alle gesperrt für mich, die Tiere. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Was ist denn mit dem Terzi los? Jetzt kann ich auf... Okay. Ja, also Element habe ich bekommen und die Spinnenmaske. Die habe ich im Inventar. Okay, und der Hank da hinten, der da hinten stand, der hat eine Fahne gehabt. Der Hank? Welcher ist ein Hank? Hank. Warum raucht denn hier Harley Quinn? Die raucht? Ja, weil die angefixt war von dem Gebrülle. Der hat einen Rockwill-Rezept. Einen Rockwill-Rezept. Nee, das ist Harley Quinn. Hank ist ja hier. Hui. Oh. Geht schon wieder raus. Uiuiui. Upsi. So, das hat mal so ja gar nicht so richtig gut geklappt, muss ich sagen, ne? Ja. Aber es war schnell tot. Und unsere Viecher leben alle, also von daher... Warte mal, Henk. Genau, wir gucken mal durch, was die alle haben. Ich habe doch auch irgendwas bekommen. Genau. Ach, ich habe die Fahne. Quatsch. Ich habe auch eine Fahne. Genau, ich habe eine Fahne. Ich habe die Brutmutter-Trophäe. 20 Element.
Genau. Ja, dann hast du das eh alles bekommen. Fahnen haben wir zwei. Haben wir immer schon zwei bekommen. Die haben ja, auch immer stimmt, links ja. und rechts an die Trophäenhalle immer gestellt. Der hat 7672 Zitin drin. Der von der Spinne. Von der Spinne wahrscheinlich, ja. So, Rosanne hat auch... Boah, wie viel haben denn die bekommen, sag mal? Ohne Ende Fleisch. Herzi hat nichts drin. Der hat auch 100 also Zitin und viele Bären. Bären hat der eine auch ganz viel drin, ja. Dann nehmen wir mal alles hier. Wir haben hier bei Henk ist noch ein Haufen drin. Ja. Ne, bei Terzi Kampftruppe meine ich. Genau. Dann nehmen wir die gleich alle wieder mit. Aber irgendwie, das ging doch jetzt ratzfatz, oder? Weg aus Spinne, na klar. Ja. So. War ein bisschen traurig, dass ich nicht aufsteigen konnte mehr. Aber warum, wieso, weshalb? Bist du bei mir im Tribe, sonst könntest du ja gar nicht benutzen. Naja, und du hast sie halt so schnell abgezogen. Also ich bin ja runtergefallen beim Beamen und bin dann in dem Tier erstmal gebackt. Dann bin ich zur Seite gegangen und dann hast du sie schon gerufen und weg wart ihr alle. Naja, weil die relativ schnell angegriffen hat, die Tante. Ja, aber deswegen musst du trotzdem warten, bis ich auf ein Tierchen sitze, weißt du? Das ist ja nichts. Naja, das war ja nur ein Test. Und wir können gleich mal gucken, was die Beta-Spinne braucht. Genau. Vielleicht haben wir das ja auch schon alles, weißt du? Dann würden wir die nämlich gleich nachziehen. Das müssen wir dann aber besser machen. Auf jeden Fall. Ich beam mich mal nach Hause. Beam du dich mal nach Hause und ich guck mal. Beta-Spidey. Argentavis-Kralle. Gift von Titanbohr. Hammer. Das haben wir doch alles, oder? Soll ich mir das aufschreiben? Das merkt sich doch kein Mensch, oder? Das merkt sich kein Mensch. Ja, also ich merke es nicht. Meine Dani ist traurig. Ja, so, weil ich nicht mitmachen durfte irgendwie. Ich sammle das mal alles schnell zusammen und dann holen wir euch wieder zurück bei YouTube. So, wir haben mittlerweile alles zusammengesucht, was wir brauchen für die Beta-Spinne. Denn die machen wir jetzt in dem Rutsch einfach gleich mal mit. Genau, ich muss bloß jetzt schnell mein Inventar leer machen. Ja. Ich schmeiß schnell das Zeug rüber, was wir alles da bekommen haben. Das Element, den Spinnenkopf und die Fahne. Die Fahne wird dann später aufgestellt am Triumphhäuschen. Und ansonsten habe ich nichts weiter drin. Ich habe nicht mal die Pumpgun ziehen müssen beim letzten Fight, hast du es gemerkt? Sehr gut. Schau mal, hier unten in der Kiste bei den Chibis sind die ganzen Sachen jetzt drin. Mach die in die Trophäenkiste rein. Oder, ach so, was meinst du jetzt die... Nein, für die Beta. Ach so, ja. Sehr gut. Ich muss nur eben ein bisschen was wegschmeißen hier. Genau, so. Da ist es, okay. Dann nehme ich alles mit. Da geht's direkt. Nein, die Fahne brauche ich nicht. Warte. Ach so, die habe ich da bloß... Ja, alles gut. Zwischengeparkt. Schmeiß mal da rein. So. Hunger, Durst haben wir nicht. Ich muss noch mal schnell... Ich habe jetzt... Naja, wohl, die kann ich mal schnell hier reintun. Die Kampftruppe habe ich ja dabei. Die müsste energietechnisch... Sieht das eigentlich ganz gut aus. Naja. Die haben nur einen kleinen Schlag abgekriegt. Einen kleinen Schlag? Ja. Das ist alles nicht bedeutend. Aber gut, jetzt bei der Beta-Spinne wird es natürlich ein bisschen heftiger werden. Ja, also warte, ich muss mir irgendein anderes Tier mitnehmen. Was könnte ich mir mitnehmen? Ich weiß nicht, ob man Greife da reinkriegt. Nee, ich nehme keinen Greif mit. Okay. Nimm einen Kampfotter mit. Oder den Hasen. Den Kung-Fu-Hasen. Nee, ich will vielleicht die Katze hier. Aber Black ist deine, gell? Naja, es ist wurscht, die wird das überleben. Ich glaube, die überlebt das. Da kann ich mich ja schon mal hinbeamen jetzt langsam, oder? Ja, warte mal. Kurz. Jawohl. Hat schon mal einer ein Bronto mitgenommen? Zu so einem Bossfight? Gigas, gehen die eigentlich? Wisst ihr das? Gigas müssen doch auch gehen. Da. So. Das geht nicht. Weiter die geht's. Werden wahrscheinlich beim Porten, der Kopf wird wahrscheinlich oben rausschauen. Der Gigakopf wird abgetrennt beim Porten. Genau.
Diesmal machen wir es anders. Ich gehe ein bisschen abseits, also schon in dem Ring, und du stellst sie mal alle da drüben hin und ich gehe mal ein bisschen auf die andere Seite, damit ich schnell wieder draufspringen kann. Naja, ich glaube, der beamt uns alle an eine Position, deswegen sieht das ja so blöd aus. So, aber ich werde erstmal wieder auspacken, schnell. So. Einmal Beta-Spinne zum Mitnehmen, bitte. Aber ich glaube, man hat genug Zeit, um da alles einzusammeln. So. Pumpe. Ey, schubst mich doch nicht weg. Wer schubst mich hier weg? Sag mal, hört ihr mal auf? Ich glaube, ihr spinnt langsam ein bisschen, hä? Werdet ihr hier aufmüpfig? So, alles rein. Genau. Du bist bereit? Ja, ja. Okay. So, wo ist denn mein Viech eigentlich? Ja, okay. Und sag mir dann Bescheid, wenn du drauf sitzt, ja? Ja, ja, genau. Beta-Spinne, Beta-Spinne, wir machen dich jetzt platt. Hoffentlich. Will den Tag nicht vorm Abend loben? Ja, für die Alpha-Spinne müssten wir gucken, was wir da alles brauchen. So, da bin ich. Okay, ich sitze. Ich brülle erstmal alle an. Okay, da ist er schon. Attacke. Das ist das reinste Gemansch hier. Ja, da sind noch kleine Spinnen, ja. Ich glaube, da kommt auch das ganze Obst her, ne? Was den ja fallen lassen. Okay, dann mal kurz weg. Bei dir alles okay? Ja, ich musste weg, weil hier meiner hat ein bisschen zu viel Leben verloren. Okay. So, jetzt müssen wir schauen, wo die Tütchen liegen. Das war natürlich eine blöde Position jetzt, ne? Also Juti hat nichts drin. Muss mal von oben gucken. Irgendwas ist doch mit mir schon wieder. Sind die alle hier hinten? Ich sehe leider einen Sack. Ah, hier ist es drin. Okay, alles gut. 56 Element und die Trophäe. Wahrscheinlich hat irgendein Viech dann auch noch irgendwas drin, ne? Ja, das leere ich gerade. Okay. Sehr gut. Ist aber auch nett hier, oder? Boss Baby, Boss Baby. Ja. Naja, ich glaube, die Alpha-Spinne, die braucht dann wieder irgendwelches ganz besonderes Zeug dann von dem Unterwasserviech da. Mir ist übrigens heiß. So. Mir nicht. Ja, du hast ja auch ein Bikini an. Hier kann es doch nicht heiß sein. Hui. Oh, ist das hell. Leute, ist das hell. Uiuiui. So. Na, ist doch herrlich, oder? Ja. Wollen wir denn das gleich mal gucken, was wir denn sonst noch so brauchen? Für die Alpha, ja. Aber da müssen wir auf jeden Fall die Tiere jetzt erstmal heilen lassen, oder? Weil die haben jetzt alle was abgekriegt. Das braucht gar nicht so viel. Nur nochmal diese Haut, die Krallen, die Wirbel und das Gift. Und dann halt genau, die Artefakte. Also hier, Roseanne hat nur noch ein bisschen unten Leben. Echt? Haben die so viel? Pepper muss Leben neu. Ja, ja, die saugen wir jetzt mal alle ein. So, Harley Quinn ist super drauf noch. Harley Quinn ist immer super drauf. Nee, dann stellen wir gleich ein Heilschwein hin, lassen die alle mal ordentlich durchheilen. Genau. Und hier meiner. Und dann. Ja. Wäre fast draufgegangen, die Katzi.
deswegen musste ich dann weggehen. Ja, ja. Naja, wenn die Alpha-Spinne kommt, die hat es wirklich drauf, ne? Da muss man dann aufpassen. Ich überlege gerade, ob wir da noch mehr Tiere mitnehmen müssen. Ja, wir können noch ein paar. Oh ja, Eber hat es ja richtig. Naja, Hälfte hat sie noch. Eieiei. Und das bei unseren Lebenseinstellungen, hä? Trotzdem so viel. Mhm. Naja. Ja, Schweinchen hingestellt, alle durchheilen lassen. Da gucken wir, was wir sonst noch so Krankes mitnehmen können. Genau, wir bleiben mal hier neben dem, da wo die Kampftruppe vorher stand. Ich suche mal ein Schwein. Ja, ein volles am besten, ne? Nein, ein ganz leeres. Okay. Siehst du, deswegen habe ich es ja nochmal gesagt. Ja, ja. Gott sei Dank hast du es nochmal So, wo erwähnt. Willst du das hinmachen, hast du gesagt? Da, ja. Da wo die Kampftruppe vorher auch stand, hier. Okay. Jawohl. Ein bisschen weggehen, ne? So, dann suchen wir mal ein Schweinchen. So. Jetzt schön in die Mitte ballern. Genau. Du bist gut. So, ich pack schnell das Element in die Kiste, ne? Und dann müssen wir gucken, dass wir dieses Gift herkriegen irgendwo. Oder was uns noch so gefehlt hat. Ich glaube, von jedem 10. Nee, die, ich glaube, das Gift haben wir. Die Sarko-Haut, die fehlt uns halt. Ah, ja. Und dann schauen wir mal, gehen wir mal unsere Tiere durch, was wir mitnehmen können, was jetzt auch nicht schlimm ist, wenn es stirbt. Mhm. Die Fahne ist immer die gleiche, ne? Ja. Nee. Ja, doch, im Moment ja. Achso, die Spinnenfahne, ja. Naja, das ist immer nur die grüne. Die Trophäen sind nur anders. Aber die kommen dann im Haus da an die Wand, im Trophäenhaus. Das machen wir so. Jei. Naja, man könnte probieren, einen Greifen mitzunehmen, weil die sind ja sehr stark. Oder vielleicht... Ja, wir haben ja noch einen Rex da hinten, ne? Einen relativ hohen, 300 irgendwas, aber den müssten wir auch erst leveln. Der Weiße. Ne, 459 hat der sogar. Aber den willst du nicht nehmen, ne? Ungern. Hm. Naja, was hätten wir denn da noch? Willst du vielleicht Sabatus mitnehmen oder machen die keinen Sinn? Sind die zu klein, ne? Die sind zu klein. Also, vor allem der Sabatus, da sitze ich ja schon drauf, weißt du? Ja, und dann haben wir natürlich noch unsere Höhlenschweine hier. Magnus mit 973. Die wie heißen die? Ne, ihr wisst schon, wen ich meine. Megatherium-Sisse, genau. Ja, haben wir ja einen dabei schon. Ja, ja, aber wir haben noch einen hier. Naja, wir müssen, aber dann müssen wir nachzüchten. Also wir können nicht, weil wenn wir kein Pärchen, wenn wir die beide draufgehen, haben wir wieder keinen mehr. Das geht nicht. Ja, ja, gut, da könnten wir jetzt nachzüchten, ganz kurz. Ich push den mal eben mit Leben und mit Nahkampfschaden. So, was haben wir hier? Der hat 483. Der kriegt auch noch 10 Level. Das war doch ein Pärchen, ne? Ja, genau, das war das Pärchen, aus dem das Baby da entstanden ist. Oder hat man den extra? Ne, den hat man gefangen, glaube ich, ne? Ja. Den Verrückten hier. Ja, da muss man sich schon ein bisschen vorbereiten. Achso, ich wollte mal gucken, wie das aussieht mit der Sarko-Haut. Wenn nicht, müsste man nämlich nochmal in den Sumpf. Ja, Sarko-Haut haben wir nur eine mehr. Ja, dann braucht man definitiv welche. Und, Weil da hat man nur 6 Stück, also. Genau, Gift haben wir genug, Krallen haben wir genug, Wirbel haben wir genug. Ja. Ja, die Sarko-Haut ist es. Der Knackpunkt im Moment. Ja. Da müssen wir definitiv mal in den Sumpf heute. Und du hast ja gerade zu tun, oder? Weiß nicht, ja. Ja oder nee? Wenn nicht, dann gehen wir jetzt in den Sumpf. Nee, es ist ja gerade Nacht. Das ist ja... Ich bin gerade am Aufräumen. Okay. Gut, liebes YouTube, dann holen wir euch gleich dazu, wenn wir in den Sumpf aufbrechen, um ein paar Sarkos
aus dem Leder zu klopfen. Na, bis gleich. Hallo YouTube, wir sind wieder zurück und ich möchte euch mal ganz kurz etwas zeigen, und zwar die Heilplatte von der Automated Arc Mod. Dieses Ding hier ist die Medical Station. Hier werden Medproofs, also Heilmittel, reingestopft und dann fängt die an, wirklich sehr schnell und auch gut zu heilen. Ist auf jeden Fall in der ganzen Lage schneller, als dass man das mit den Schweinen machen könnte. Und wie man die aufstellt, das zeige ich euch mal eben. Ich habe nämlich noch eine gebaut. Die ist relativ schick. So, die Fläche ist frei, oder? Ja. So, so groß ist das Ding. Und das knallt man hier einfach irgendwo hin. So, das ist das gute Stück. Und hier ins Inventar werden dann... Kannst du es ein bisschen näher noch hier hinter? Was? Ja. Sagte er und es war wieder nicht. So, warte. Also da, wo ich stehe. Ein bisschen da, wo ich stehe. Da, wo du stehst. So? Ja. Genau. Genau, wie gesagt, hier kommt dann Medizin rein und da stellst du einfach ein Dino drauf, wenn das Zeug da drin ist, und dann sieht man, wie die Medizin verbraucht wird und der Dino richtig fix geheilt wird. Das haben wir nämlich gerade festgestellt bei unserer Kampftruppe. Die haben wir gerade noch ein bisschen durchgelevelt und da waren die beiden hier hinten eigentlich fast kaputt. Aber mittlerweile sieht es wieder ganz gut aus. Ja. Die blutet nicht mehr. Bei ihm ist noch, geht's noch, aber mir, hier ist noch was drin. Eins ist noch drin. Genau, ich mache gerade neue. Ja. Hier ist jetzt schon die Schlange. Der wartet auch schon. Genau, der ist es hier. Hier stehen sie schon an. Naja, der hat auch noch ein bisschen was zum Heilen, der Bursche. Ja, dann holen wir einfach die nächsten Banden schon mal hier. Der Juti, der sieht auch ganz mies aus. Den stellen wir gleich dahinter. So. Keine Ahnung. Ich hole mal das Heilmittel. Die ist natürlich jetzt nicht so groß, ne? Die Plattform. Und man sieht ja die Range. Also alles, was in diesem grünen Ding drin ist, wird auch geheilt. Dann schauen wir nochmal weiter. Da holen wir gleich den nächsten, den Rex hier. So. Ja. Ja, ja, der ist auch fast tot. Aber jetzt nicht durch den Kampf, sondern einfach durchs Hochleveln. Aber wir wollen zum nächsten Kampf natürlich unbedingt voll geheilte Tiere mitnehmen. Aber bevor es soweit ist, bevor wir die Alpha-Mutter machen können, die Alpha-Spinne meine ich, die Brutmutter, müssen wir auf jeden Fall noch Sarko-Haut besorgen, jede Menge. Aber vorher, wie gesagt, die Tierchen durchheilen. Na, der geht eigentlich hier. Aber den stellen wir trotzdem mit hin. So. Hier ist schon die ganze Schlange. Weißt du, hier ist was los. Hier ist wie beim Aldi früh um 7 am Montag. Genau, du musst nur aufpassen, die sind da hinten nicht mehr in der Futterrange, ne? Ja, ja, das passt schon. Wir stellen sie ja dann gleich wieder vor. So, ich komme mit neuen Heilmitteln. Den hat man nämlich vorhin kurz draufgestellt und der war relativ schnell durch. Genau. Neues Heilmittel, sagst du? Ich komme mal gucken. Das geht ja jetzt nur um den Terzi, ne? Wo bist du? Ja, doch. Genau. Na, was ist mit Harley Quinn? Ist schon fertig? Die müsste fertig sein. Ihr seht da unten da. Es geht relativ fix. Also schneller wie mit dem Schweinchen. Viel schneller. Ja. Also der Raptor war ja zack, zack, zack. Der war zack durch und ich glaube, die müsste jetzt fertig sein, ne? Ja, ja, die ist fast fertig. Ja, fast. Ja, ja. Aber der Verbrauch, wie sieht es mit dem Verbrauch aus von dem Ding? Huch. Wie viel hast du da? Ah ja, jetzt können wir das mal beobachten. Es geht. Ich fürchte, je größer das Tier, desto... Wahrscheinlich, ja. Ja, es nimmt schon gut weg, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Oh. Riesenbaby. Funktioniert das? Ja. Mhm. Ja, bei dem geht es nicht ganz so... Ach doch, jetzt gab es einen großen Schwung. Ja, ja, da gibt es immer so ein... Ja. Pum, auf einmal, ja. Mhm. Sehr gut. Das gab es früher bei Ark Survival Evolved, gab es auch so eine Station, die war ein bisschen größer. Die war nicht so gut. Die hat irgendwie nicht richtig funktioniert, ja. Genau, wie gesagt, gibt es in der Automated Ark Mod mit dabei. Und kann da hergestellt werden. Ist auch gar nicht so teuer, zeige ich euch gleich. Und wenn ich dran denke, blende ich euch noch die Mod-ID ein. Aber ich glaube,
Das ist eine der beliebtesten Mods für Ark Survival Ascended und ich glaube, die kennt eigentlich jeder, ne? Aber für alle, die es eben nicht kennen, genau, hier drin gibt es die Automated und hier unten. Na, es ist auch nicht teuer, also 30 Holz, 5 Metall, 20 Leder und 50 Steine. Animaus, war bei dir Werbung jetzt? Ja. Genau. So ist das. Genau, und wir holen euch gleich wieder dazu, wenn wir ein bisschen auf Sarko-Jagd gehen. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück und gehen jetzt auf Sarko-Haut-Suche. Sarko-Haut und wir haben uns jetzt auch entschieden, ja, dass dieser Kater mitkommt zum Leveln, genau, zum Bosskampf. Ja, da. Und deswegen, und der Rappi ja auch, und deswegen wollen wir die noch ein bisschen leveln. Richtig. Wenn wir eh schon, ne? Ja klar, ich mach die Türe wieder zu. Bitte schließen Sie die Tür. Wegen Durchzug ist da gerade einer reingekrabbelt. Da ist ein Moschups reingekrabbelt. In unsere Basis. Ja. So was. Na, der wollte halt, der hat die ganze Zeit gewartet an der Tür, bis er reinkommt, weißt du? Ich bin sehr froh, dass du den Nebel ausgeschalten hast, ja. Ja. Sonst würden wir jetzt hier nichts sehen, du. So, ja, ja, hier ist alles neblig. Echt? Okay, Gott sei Dank. Gehen wir hier runter, ne? Wow! So. Irgendwo hier hinten. Was ist denn hier los? Ihr kleinen Viecher. Oh, hier wird aber gefightet, ey. Sowas. Macht mal Platz, bitte. Leute, macht bitte Platz. So, der Sumpf war da hier irgendwo hier unten, oder? Ja. Oh, Zitin. Njam, 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 njam. So, das wird jetzt lustig hier. Also auf so einem Raptor, da wackeln meine Herzchen aber ganz schön auf dem Kopf, du. Da ist schon eins, siehste. Komm her, ich esse dich gern auf. Und schon haben wir eine Haut, siehste. Eine Haut hätten wir schon. Hey, du bist ja ein aggressiver Bari. Bleib da. Jawohl. Raupi. Ach, Raupi. Genau, feite dich durch. So, und jetzt gehen wir einfach mal hier quer rein, oder? Da ist noch eins. Sag mal. Komm her, Viech. Komm zu Daddy. Komm zu Daddy. Hallo. Jetzt nicht unbedingt in die Soße reingehen hier. Ah, es kommt, oder? Ja, komm her. Komm, put, 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 put. Warum krieg ich die denn nicht kaputt? Die nächste Haut. Warte, ich komme. Ich bin ein bisschen größer. Hast du? Jo, alles gut, oder? Ich habe auch eine Haut. Du hast ein Bauernhaus. Oh, cool. Mensch, ihr seid schau ja... Schau mal, du hast doch gesagt... Ja? Das ist schon wieder so ein blödes Viech da. Was für ein blödes Viech? Schau mal, ja, so eins möchte ich doch haben. Ja. Das ist auch lila. Ist das auch hübsch? Das ist auch hübsch, ja. Nicht den Frosch. Ich muss mal die... Das Dingens hier... Wie kriegt man denn die? Das habe ich nicht dabei. Kibbel. Ja, wir schauen mal, was das braucht. Also es braucht gegrilltes Fleisch, rohes Fleisch oder das blaue Kibbel. Oder Hammelfleisch, wie du willst. Also Fleisch hätten wir ja genug. Ich habe gar nichts dabei. Oh, ist der schön schon mal. Der müsste ein K.O.-Themen sein. Der hat aber Level 216. Ja, das müsste eigentlich hinhauen, ne? Ich glaube, ich krieg gerade was in den Arsch. Hey, 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 hey. Ich kann jetzt gerade die Schlange... Ja. Ja, wir brauchen ja eh das Gift von der, ne? Ja, ja. Ja, soll ich es betäuben? Ja, der ist so schön. Ich versuch's zumindest. Hast du Fleisch dabei? Ja, na, Fleisch haben wir genug. Nein. Also ja, aber nicht gegrilltes. Habe ich nicht. Gegrilltes Filet hätte ich dabei. Okay. Warte. Muss nur kurz hier umschwenken. Geh da mal weg. Ah! Hui, wo ist es? Ein... Na hier? Boah, ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber der ist lila, also den zu übersehen ist ja auch schon... Ja, ich weiß. Du kleines Tier, bleib stehen. Komm mit, gehen wir hinter. Hinten ist ein bisschen besser. Komm her. Ja, Torpor sieht gut aus. Da, noch ein bisschen, Was ist denn jetzt los? Das haut ab. Ich hab das große Tier getötet. Pass auf, da ist noch so ein Stinkerspritzer hinter dir. Ja, ja, hab schon gesehen. Jetzt habe ich dich betäubt, oder? Jo.
Verdammt. Sehr gut. Okay. Gerne. So, fertig. So. Aber so ein schönes. Achso, ich habe ja kein Fleisch da. Nee, Fleisch hätte ich. Brauchst du welches? Ja, ich muss mir aus meinem Tierchen was holen. Achso. Ich hätte auch was. Du wirst gleich angeknabbert. Ja. Na, siehste. So ein hübsches. Ein hübsches. Dingens. Dimetron. Ja, die können als Klimaanlage, glaube ich, fungieren, ne? Als natürliche. Hab ich gesagt. Habt ihr denn einen schönen Namen für einen. Hallo? Warte für mal, einen wunderschönen lilanen Dimetron? Der hat meine Rüstung kaputt gemacht, das Schwein. Ja, sah so aus. Spinnt der? Hinter dir? Schon wieder. Oh. Komm hier. Ach, das ist. Oh nein, ein kleiner Greif, ne? Ja. Oh, blöd. Wer denn macht mein Dimetron jetzt kaputt? Warte, ich mach gleich. War zu schnell? Was denn jetzt? Haut er wieder ab, weißt du? Nee, hinter dir. Den kann ich nicht erschießen. Dafür hast du meinen Rappi jetzt nochmal angeschossen. Na, immerhin. Oh, sag mal. Sag mal, wo ist er denn? Klein Scheißer, komm. Komm mal in Fressrichtung. Nee, das ist kein Baby, Dani. Das ist ein Mini-Greif. Die sind mit der Mod mit dabei gewesen. Ja. Und die sind so klein, die bleiben auch so klein. Klein und nervig sind die. Die sag mal, bist du sicher, dass die Fleisch fressen? Ah, der hat mir angezeigt. Ja, rohes Fleisch, gegrilltes Fleisch, Hammelfleisch, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ja, der ist vollgefressen, deswegen, das dauert jetzt eine Weile. Hallo, die einzig wahre. Hallöchen, wir grüßen dich. Achso, aber wir brauchen immer noch einen Namen für diesen wunderschönen lilanen Dimetron. Dimetron. Hast du denn Narkose? Dimetrodon ist der. Ja, wir brauchen auch ein bisschen Narkoberries noch, ne? Ich glaube, der hat ja. Ah, der ist ja fast fertig. Ach ja, jetzt. Naja, ich muss hier halt. Oh, ich kriege immer nur Fasern. Ich bin der Fasern-Experte bei uns. Purple? Er schnarcht. Rein die Bärchen in den Schacht. Hat der Augen? Der hat ja gar keine Augen, oder? Ja, wird die zu haben. Ja, ja, die sind zu. Ach, da oben. Ja. Ja. Ah. Steigt noch, ne? Ja. Bleibst du mal schnell hier? Ja, ich muss Narkoberries farmen, weil der hat ja. Ja, weil dann würde ich mal. Ja, ja, genau, weil ich würde mal schnell nach Hause mich beamen und auch Kibbel holen. Ja. Nicht, dass wir hier an Tieren vorbeigehen, ne? Also, zit. Nee. Ja, Dani hat immer komische Outfits. Ja, das stimmt. Nein, hallo. Warum kriege ich denn nur Fasern? Ich will Beeren, Leute. Beeren. Gibt's doch nicht. Das ist doch noch das Valentins-Outfit, was es hier gab. Ja. Ich habe bloß das Einzige, was ich geändert habe, ist, also ich hatte ja vorher alles in Rot, das habe ich jetzt eingefärbt in Rosa, weil ich ja überwiegend rosane Tiere jetzt mittlerweile habe. Und ich habe meinen Heiligenschrein gegen diese lustigen Herzchen getauscht. Was ist denn da hinten los im Wald? Irgendwas ganz Aggressives rennt da hinten rum. Ach nee, ist doch nicht aggressiv. Ist ein Pflanzenfresser. Ein Pflanzofressosaurus. So, wie schaut's denn hier aus ein jetzt? Ein Vegetariosaurus. Ein Vegetariosaurus, jawohl. Na, wie sieht's hier aus? Was? Ach, okay. Ich dachte, da hat sich ein Tier bei uns reingeschlichen. Ja, der Moschups. Ich dachte, was Größeres, aber es war schon. Und der ist aber ganz schön hungrig hier, der kleine Kerl. Ja, ja. So. Na komm, ein Fresserchen noch, mein Freund. Ein Mädchen. Da ahne ich schon. Oh, es ist fertig. Welchen Namen soll es haben? Purple? Purple, ja. Purple.
Ich beam mich zu dir? Ja. Beam dich mal zu mir. Da, 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 da. Und rein mit dir. Zack. Sehr gut. Du sprichst das auch in ganz vielen Farben. Ja, das ist ganz furchtbar. Huch. Jetzt habe ich die Fasern wieder aufgesammelt. Ich bin ja auch ein Cleverchen. Leute, sind wir clever. Oder mal den ganzen Mist hier. Wir haben ja Zehntausende von dem ganzen Kram hier. So, Tintobären. Hast du den schon eingesaugt? Ja. Der ist schon versaugt. Okay, ihr Lieben, wenn ihr Lust und Laune habt, hinterlasst ein Like, ein Abo auf die Folge. Wir gehen jetzt auch im Hintergrund ein bisschen Sarko-Haut suchen. Damit wir dann im Hintergrund, wir machen im Vordergrund die nächste Folge. Oder so, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.